Hallo, mein Name ist Robert Käding und ich bin Geschäftsführer und Gründer von Give On Slack Lines. Ich darf euch mit Stolz hier unsere neue Funline vorstellen. Und was man auch gleich sehen kann, ist, dass wir jetzt in unserem neuen Set mittlerweile die Treeware integriert haben. Die neue Treeware ist in der Hinsicht überarbeitet, dass sie nicht nur farblich unserem Corporate Design angepasst ist, sondern sie ist auch noch etwas stabiler und man kann weiterhin mit einem angenähten Klett kann man wunderbar das Ding um den Baum wickeln bzw. wieder miteinander fixieren oder halt eben auch gleich miteinander verbinden, um noch längere Treeware zu generieren. Das Band selbst ist ein Band mit einer Bruchlast von 4 Tonnen. Zeichnet sich dadurch aus, dass es eine sehr niedrige Dehnung hat. Das heißt, man kann es sehr niedrig aufbauen. Wir haben das Design, also die Grafik sozusagen vom Band, nochmal etwas überarbeitet, damit es nochmal ein bisschen moderner und schicker aussieht und ist in der Hinsicht ein ganz tolles Band, um den Einstieg zu schaffen, mit seinen Kindern gemeinsam zum Beispiel einfach Spaß im Hintergarten zu haben. Die Ratsche selbst ist in der Hinsicht immer wieder über die Jahre hinweg überarbeitet worden, das heißt, man kann sie eigentlich nicht mehr wirklich direkt mit einer Standardratsche vergleichen. Wir haben hier zum Beispiel die Feder, die nochmal über ein weiteres Loch eingebogen wurde. Wir haben eine Doppeltverzahnung. Das alles sind Features zusammen mit der Farbkodierung, um einfach mehr Sicherheit und mehr Plug-and-Play-Gefühl reinzubringen und einfach auch die Qualität vom Lauf und so weiter zu verbessern. Von daher sind wir, was das betrifft, eigentlich einzigartig auf dem Markt. Das Band hinter der Ratsche, das Ratschenband, ist 2,5 Meter lang. Damit kann ich per Ankerstich eigentlich um die meisten Bäume drumherum gehen und ist auch mit einer Bruchlast von 4 Tonnen sehr, sehr stabil. Hinzu haben wir das Redpad, das ist ein Ratschenschoner, den tut man über die Ratsche, nachdem man das Ganze installiert hat und hat damit sozusagen nochmal einen Schutz vor Scher-, Quetsch- und Schnittverletzungen. Was das Produkt jetzt insgesamt dann auch der deutschen Industrienorm gerecht wird für Slackline und auch gleichzeitig noch das ganze System so, wie es ist, TÜV geprüft und zertifiziert ist. Die Funline ist in der Hinsicht ein super Produkt, wie ich schon gesagt habe, weil sie sich sehr einfach installieren lässt. Sie erlaubt sehr viel Spaß an der ganzen Geschichte und hat eben durch die niedrige Dehnung die Möglichkeit, dass man sie sehr, sehr niedrig aufbaut. Und von sehr niedrig spreche ich tatsächlich von bei einer Aufbaulänge von, sagen wir mal, 8 Metern kann ich bedenkenlos das Ding etwa 30 cm über den Boden aufbauen. Das bedeutet, es gibt Kindern gerade auch, die etwas jünger sind, beziehungsweise auch an Leuten, die, sagen wir mal, den Einstieg nicht in der großen Höhe suchen, eine super Möglichkeit, an Slackline ranzugehen. Und wären wir nicht, Gibbon, wenn wir nicht auch uns darum kümmern würden, dass nicht nur ein tolles Produkt hier auch letztendlich angeboten wird, sondern wir haben mit unserer App haben wir im Prinzip die Möglichkeit, wie man hier sehen kann, auch gleichzeitig noch Tutorials, die einem zeigen, wie man Slacklining erlernt. Weil unsere Philosophie ist nicht nur ein schönes Produkt anzubieten, sondern auch gleichzeitig zu zeigen, wie man Spaß dran haben kann.